Konkurrenz kann was. Ferenc ist gelernter Hotelfachmann und Patricia hat 20 Jahre Erfahrung. Servus. Ja, hi. Servus. Hi, ich bin der Ferenc. Hallo Ferenc, ich bin Patricia. Grüß dich. Grüß dich, servus. Auch die gelernten Köche Markus und Benedikt wissen, was gut ist. Also wenn ich die Umgebung so anschaue, denke ich, ist es eher schon ländlich, aber schon modern interpretiert das Ganze, glaube ich. Weil wenn ich da so rumschaue, wir sind doch ziemlich abgelegen. Also ich glaube, dass das schon was Regionales wird. Die Rivalen treffen sich heute zum ersten Mal und können nur ahnen, was sie erwartet. Rupert Bon Vivant. Bon Vivant. Was bedeutet das? Bon Vivant? Keine Ahnung. Das ist ein Feinschmecker. Aber ich schreibe wie Bon Vivant. Ich habe es auch gegoogelt. Eine alternative Bezeichnung ist der Genussmensch. Nennen wir es Genussmensch. Rupert Genussmensch. Wir sind jetzt Genussmenschen. Und ich habe in die Kamera geguckt, es tut mir leid. Wir sind jetzt Genussmenschen. Also das gefällt mir jetzt ganz gut schon. Da ist ein gewisser Humor ist jetzt schon vorhanden. Und ja, könnte jetzt richtig spannend werden. Ne? Gastgeber Michael ist ein Genuss- und Erfolgsmensch. Kann er die Rivalen übertrumpfen und am Ende der Woche genüsslich seinen Erfolg feiern? Freut mich, dass du da seid, gell? Ja, wir freuen uns auch. Na, ich. Schau, zink mein Lokal an. Ich komm gleich noch. Super, und dann geht's los, gell? Danke. Und jetzt geht's auch. Sag ich, jetzt kocht was in Grund und Boden. Ich traue dem Michael alles zu, auch dass er meinen Ratschlag ignoriert. Immer hinein in Michaels ehemalige gute Kinderstube. Der Stil ist prachtvoll und trachtvoll. Kommt das bei den Mitstreitern an? Ja, genau so wie erwartet. Du hast das erwartet? Hm? Genau so. Modern auf jeden Fall. Ja, ist einfach wirklich angenehm, wenn man reinkommt. Ne? Es ist unheimlich viel zum Schauen. Also man kommt eigentlich mit dem Schauen gar nicht mit. Finde ich nicht. Es ist einfach riesig. Es sind riesige Räume und es war überhaupt nicht vollgeleistet. Es war passend. Die Mitstreiter können wählen, ob sie im alten Kuhstall bzw. Wohnzimmer, im Wintergarten oder in der Jagdstube speisen wollen. Der Strudel im Lokal. Aha, Wahnsinn. Sieht man auch selten, gell, dass ein Strudel im Lokal ist. Ja. Aber wenn ich da rundum schaue, da ist alles so zusammengeworfen. Ja. Da ist Trachtmode. Da ist das, also mich überschluckt ist. Mir hört das nicht so. Ein bisschen so ein Durcheinander vielleicht. Ja. Es ist zwar, schaut alles schön aus, aber es kann ein bisschen so. Ja. Ja, es ist man sieht Colline, man sieht eigentlich gar nichts. Ja. Das ist so sehr durcheinander. Echt jetzt? Die finden das durcheinander. Ich finde, das hat eine Linie. Es ist ein alter Hof. Es ist modern gemacht, trotzdem traditionell. Sind die Trachten dort mit da eingebracht. Pflanzen, alles an Möbeljahr. Jetzt kann Familie Rupperts zeigen, warum sich Genussmenschen im Restaurant Bon Vivant wohlfühlen. Habt ihr einen Platz gefunden? Servus. Ja. Servus. Also, darf ich euch vorstellen? Mama? Grüß dich. Hallo. Der Papa? Ich bin der Toni. Herzlich willkommen bei der Familie Ruppert hier im Restaurant Bon Vivant. Also Familienbetrieb finde ich ja mega. Aber es ist super schön als Familie, ne? Lob und Kritik. Kritik an ihm, Lob an mich. Er fängt schon wieder an. Michi, ne? Ja, der dreister Spruch. Ne? Dürfen wir euch die Speisekarten auch schon anbieten? Die Speisekarte ist nicht so riesig wie das Lokal und kommt bei der Konkurrenz hoffentlich besser an als die Einrichtung. Auch Karte, ne? Schönes Schriftbild hat die Karte. Auch in dem Filz und so gefällt mir gut. Wenn ich die Karte so anschaue, ist auf jeden Fall alles Top-Ware und mit Sicherheit alle Minute alles zubereitet. Die Karte, die verspricht ja schon vieles, weil wenn ich da lese, hausgebeiztes Bachforellenfilet mit Wasabi-Gurke auf Baumkuchen, dazu Dijon-Senf-Mayonnaise, da erwarte schon eine sehr exklusive Küche. Um die Handschrift des Chefkochs zu prüfen, testen die bayerischen Kontrahenten jeweils Vor-, Haupt- und Nachspeise. Sie haben sich anständige Produkte ausgesucht, anständige Gerichte. Wird jetzt sportlich, jetzt muss ich nicht nur noch schauen, dass ich ja nichts verbrot. Rappelt's heute im Rupperts? Chefkoch Michael hat kritischen Besuch. Benedikt und Markus sind ausgebildete und anspruchsvolle Köche. Willkommen in meinem Reich, in unserem Reich, großem Reich. Ja, ein bisschen, gell? Ja. Also sehr modern eingerichtet. Also, sehr modern, ja. Also von allem, also wirklich top Küche. Was fasst jetzt da genau für Konzept? Mehr mediterran oder? Nein, also unser Konzept ist jung, sexy, gut aussehend. Okay. Jung, sexy, gut aussehend. Mach, dass er von mir spricht jetzt, finde ich nett. Wir schreiben ja alle 4 Wochen unsere Speisekarten um.
und wir tun halt die Sachen auf, wo es Saison hat, wo es wir eventuell in der Region haben, aber halt auch international. Okay. Also wir haben eine gesunde Mischung aus allem. Soweit die Theorie. Und nun zur Praxis. Was hast du für uns hergerichtet? Wir machen jetzt eine Rehlibertärine. Rehlibertärine? Wow. Ja, habe ich schon mal was vorbereitet? Haben wir was vorbereitet. Okay. Die Leber habe ich jetzt ein bisschen zuputzt und habe es enthalten. Weil die werden wir jetzt würzen, die werden wir marinieren mit ein bisschen Bordwein. Und hinein mit dem Süßwein. Dann ein wenig Böckesalz. Und das Ganze jagelt man jetzt durch den Thermomix. Küchenchef Michael überlässt dem Kochcomputer das Feld. Der mixt und püriert die Zutaten zu einem sehr feinen Brei. Aber es geht noch feiner. Also die Leber, die werden wir jetzt einmal kurz durchstreichen. Weil vielleicht habe ich ein Stück von der Haut vergessen. Oder die Blutkanäle, die wo halt drinnen haben, nein, die haben recht knorpelig und so, dass wir halt da gar nichts drinnen haben. Der ambitionierte Chefkoch Michael achtet penibel auf Feinheiten. Dazu nehmen wir uns jetzt die Butter. Okay. Die machen wir uns jetzt nur ein bisschen handwarm. Das Fett soll nur zerlaufen, mehr nicht. Jetzt nehmen wir die Leber wieder rein, die durchpassierte. Dann nehmen wir die Butter dazu. Ja, man sieht, der ist in seinem Element. Man sieht, wenn er mit den Produkten arbeitet, dann kommt einfach die Leidenschaft. Das wird jetzt hier schon erkannt. Ne? Also er ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Koch. Dann nehmen wir mal ein Ei dazu. Ja, fast wie Mayonnaise dann. Ja. Damit die Terrine aus Rehleber, Portwein, Butter und Ei in Topform auf den Teller kommt, gießt Michael sie erst einmal ins Topförmchen. Schaut eigentlich aus wie Schokoladeneis, gell? Also wenn man es verwechselt, der Koch, ne? Die Kinder kriegen dann so ein Steckerl aus und haben so einen Leberlutscher in der Hand. Oder Lebereis. Die schauen noch mal Blätter rein. Geht sich das für die letzten zwei nicht aus? Oh, das ist jetzt gedämpft, oder? Genau. Ah, okay. Mhm. So. Und wie lang? 1,5 Stunden bei 75 Grad. Aha. Auch hier alles, nur damit ich auch mal schnell was gesagt habe, alles fachlich richtig. Ne? Ich will jetzt wissen, ob der erste Eindruck schaut super aus und ob das dann halt auch so schmeckt, wie es am Teller ausgeschaut hat. Mhm. Ja. Gastgeber Michael hat seinen Mitstreitern sexy Gerichte versprochen. Hat er die vier bayerischen Rivalen zu Recht scharf gemacht? Jetzt zeigt sich, wie hoch der Lustfaktor tatsächlich ist bei den Vorspeisen. Patricia probiert die Kürbiscremesuppe mit gebackener Jakobsmuschel. Benedikt testet, ob die Rehleberterrine nur einen Stiel oder auch Stiel hat. Ferenc hat das hausgebeizte Bachforellenfilet auf Baumkuchen. Wenn du da den ersten Tag den Start dort hast, als Mitstreiter, gehst nach Hause und denkst, okay, überdenke ich meine Karte noch mal, was mache ich heute Nacht noch, was kann ich noch ändern? Markus könnte bei der Waldpilzessenz ins Grübeln kommen. Also ich muss sagen, optisch. Sehr ansprechend. Sehr ansprechend. Optischer Augenschmaus. Ne? Ja, ja, anders auf alle Fälle. Ja. Extravagant. Ja, kommt gut an, siehste. Es muss aber auch ein Gaumenschmaus sein. Ist das bei dir so, Markus? Also das Waldpilz, Steinpilzessenz schmeckt sehr gut, ist sehr kräftig, hat eine schöne dunkle Farbe, wie es gehört. Ich denke, die Essenz, da haben die Abschnitte von den Steinpilzen drin gewesen. Ich denke, da sind ein bisschen Pfifferlinge mit drin, weil man so einen ganz leichten, bitteren Nachgeschmack hat. Und das ist so ein typisches Zeichen für Pfifferlinge. Die Pfannkuchenroulade hat die sextete Konsistenz, ist wie brühenartig aufgesaugt. Natürlich richtig nach Pilze geschmeckt. Also sehr gut. Und wie schmeckt der Rehleberlutscher, Benedikt? Optisch absolutes Highlight. Das sah schon aus wie so ein Leberpasteten-Eis. Aber ich muss ehrlich sagen, das fand ich witzig. Also wirklich sehr kreativ, also sehr schön zubereitet. Was mir ein bisschen fehlt, ist, durch das, dass die Leber bitter ist, die Gin-Tonic-Perlen sind bitter, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen was Fruchtiges reinbringen können, damit das Ganze noch ein bisschen harmonischer wirken würde und vielleicht ein bisschen besser gewürzt alles. Aber im Großen und Ganzen ist wirklich sehr schön. Ist aber fachlich alles speziell. Hat Patricia was zu meckern und wie fällt wohl Ferenc Kritik aus? Optisch hervorragend, geschmacklich, sage ich, sehr gut. Aber das werde ich jetzt dann gleich ausstellen, wann ich da draußen bin. Sie könnten ihm ihre Kritik frontal vor die Schürze donnern. So, wie schaut's aus an der Front? Jetzt ist er da, servus. Ja, Michi. Ja, 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 ja. Ich muss sagen, deine Kürbissuppe,
hat mir sehr gut geschmeckt. Die Konsistenz war perfekt. Hinten hat es eine kleine Schärfe. Der Schaum drauf, denke ich, es war nur Eiweißschaum. Weißweinschaum. Weißweinschaum, das hat man jetzt nicht so geschmeckt. Also hat man nicht geschmeckt, dass er Weißweinschaum war. Der Weißweinschaum ohne Weißweingeschmack. Naja, optisch war es okay. Jakobsmuschel auch perfekt. Was mein jetzt Geschmack jetzt nicht ist, ist diese Panade, weil die brutal aufweicht in der Suppe. Mhm. Und weil man es dann dadurch auch mit Messer und Gabel essen muss. Das aber, wird wenigstens nicht langweilig. Das stimmt. Aber geschmacklich, Kürbissuppe an sich 1A. Hat sie aber gut analysiert, ne? Finde ich. Macht sie gut, die Patricia. Ferenc ist immer sehr modisch unterwegs. Kommt seine Vorspeise auch so schick daher? Also die Bachforelle auf Baumkuchen, auch ein Gedicht. Ganz ehrlich, ich habe meine Wasabi-Gurke gefunden. Geile Schärfe, sie ist komplett da vom Wasabi, du schmeckst sie. Dann Dijon, Senf-Mayonnaise, auch top, hat eine eigene Schärfe. Das Einzige, was ich jetzt in der Kombination finde, du hast, ich bin Schärfetyp. Ja. Das auf jeden Fall. Aber Wasabi-Schärfe und Senfschärfe passt in dem Moment nicht zusammen. Die Schärfe vom Dijon-Senf und mit der Wasabi-Gurke war zusammen einfach nicht bündig. Und dafür war es für mich sofort im ersten Sinne dann klar, die Gurke bleibt einzeln und der Dijon-Senf bleibt bei der Bachforelle. Und das hat perfekt gepasst. Ich sag danke. Darf man so weitermachen, oder? Bitte. Also wir brauchen hier gar nicht irgendwie kommen mit Qualität. Und das ist sofort, das sieht jeder, das hat sofort jeder abgespeichert. Somit sind sie jetzt auf einem neuen Level natürlich und müssen Weißweinschäumchen etc. irgendwie erwähnen, sonst gibt's nichts. Es ist jetzt nichts Negatives gewesen. Also von dem her kann ich eigentlich nur sagen, Applaus, Applaus. Super, Mona, gut haben wir's gemacht. So müssen wir es weitermachen. Gastgeber Michael bleibt cool. Allerdings haben ab jetzt Gastronomin Patricia und Hotelfachmann Ferenc ein Auge auf seine Kochkunst. Wir sind da. Sehr gut. Schau mal, ich hab ein bisschen über die Schulter. Und dafür, dass es den Laden halt 5 Jahre gibt, nagelneue Küche, 5 Jahre ist nichts. Schon ein top neuer Boden. Ich wäre froh, wenn ich sowas hätte. So, Lammrücken, gell? Lammrücken, wir haben kein heimisches Lamm, sagen wir, wir haben Neuseeland-Lamm. Weil? Kannst du uns das gleich erklären? Geschmacklich ist meine Augen besser. Allein die Maserung, die Struktur mit der Silberhaut, die er abgetrennt hat. Es ist einfach feiner, immer gleichbleibende Qualität. Geschmacklich, es rasselt nicht, es lampet nicht. Lamm musst du lieben. Lamm musst du lieben oder du hast es. Schmeckt's in Silber gehüllt besser? Den Sinn, warum dass wir das jetzt in Alufolie einwickeln, ist einfach der, dass der uns später beim Braten einfach in Form bleibt. Das Lamm war ja wie ein Bonbon verpackt. Und da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Ui, schaut das dann auch das Endprodukt noch natürlich nach Lammrücken aus? Also es darf schon einfach so auf so eine neue Ebene gebracht werden, wie der Michael das hier macht. Da muss man sich einfach auch überraschen lassen jetzt. Die Folie speichert ja nicht nur die Form, sondern auch die Temperatur vom Lammfleisch. Dann haben wir 65 Grad, 10 Minuten. Ich habe da mal was vorbereitet. Aha. Das ist jetzt quasi der Lammrücken. Interessante Form. Dem Lammlolli fehlt noch die sexy Bräune. Während das jetzt da so Brot, sagen wir, machen wir das Püree. Süßer Mais, gekörnt, da ist nichts anderes drinnen. Jetzt. Wir werden den leicht anschwitzen jetzt mit Butter. Küchenmeister Michael bereitet das Mais-Chili-Püree zu. Dann werden wir ein wenig Salz rein. Aha, und was noch? Chili. War ja klar. Kommt ein Thermomix rein und rührt das Ding tot. Es wird einfach das feinste und beste Püree. Da muss ich sie korrigieren. Patricia hält die Mixmaschine für einen gefährlichen Geschmackskiller, in dem alle Aromen im wahrsten Sinne des Wortes über die Klinge springen. Stimmt das? Riecht wie Mais. Schmeckt auch wie Mais. Ist gelb wie Mais. Und die Butter hinten ist kommt jetzt die Chili-Note. Und? Pfeift hinten schon. Magst du das schon? Ich bin jetzt nicht so der Scharfesser. Okay. Ich esse gern scharf, also für mich war es. Habe ich in Chili nicht wirklich geschmeckt. Aber das ist halt immer, Geschmäcker sind unterschiedlich oder empfindlicher, was die Schärfe recht betrifft. Koch Michael ist kein Mann fürs Grobe und achtet wie immer auf die Feinheiten. Jetzt noch durch Sieb, damit die kleinen Häutchen vom Mais auch noch verschwinden. Fachlich alles richtig. Kann man dem Braten hier trauen oder überwiegt bei Meisterkoch Michael die coole Show? Patricia fühlt ihm auf den Zahn. Also du gibst jetzt nicht jetzt noch andere Gewürze drauf,
sondern du lässt den eigentlichen Lammgeschmack. Wir haben ja unsere Kräuterhülle. Wir haben ja unsere Kräuterhülle. Da haben mehrere Kräuter drinnen: Rosmarin, Thymian, Kerbel, Petersilie, ein bisschen Mürbe, Weißbrot, gemahlenes, ein bisschen Limettenabrieb. Petersilie. Petersilie, genau. Ja, stark halt im Loch. Okay. Und das wird dann nur noch gewälzt drinnen. Das ist der Kräutermantel. Ne? Der wird dann immer angeröstet, sondern einfach nur gewendet. Alleine nur die Hitze vom Lamm, sage ich mal, das, wo halt dann das duften lässt, mehr braucht es nicht. Das hat ja auch früher auf Wiesen gelebt, ne? Und unter Kräutern. Ne? Und das wird jetzt noch mal auch zum Schluss wird's noch wieder reingetütelt, in die natürliche Umgebung quasi hineingerollt. Da freut sich doch jedes Lamm. Bitte. Darf man da gleich hinklopfen? Bitte, lang zieh. Dann kriegt der Mokus ein bisschen weniger. Also ich finde die Kräuter super dran. Du hast den Lammgeruch und den Lammgeschmack fast gar nicht. Finde ich absolut gut. Sehr gut. Dann, also, bis dann. Warten wir nicht lang. Genau. Also, zack, zack, Schatz, das hast du kennt. Gastgeber Michael wirft all sein Können in die Waagschale und auf die Teller. Die Hauptspeisen sollen die Rivalen umhauen. Patricia testet das Surf and Turf mit Rind und Garnele auf Süßkartoffelpüree. Für Markus ist der gebratene Lammrücken auf Mais-Chili-Püree. Den gebratenen Oktopus nimmt Benedikt kritisch unter die Lupe. Und Ferenc testet Reh, das sogenannte 308er Opfer. Ich finde die Preise sehr günstig. Für die Qualität und die Tellerhandschrift und alles